Jo, und was geht, euer Karasu ist wieder back am Start mit ein bisschen Dragon Ball Action. Ja, endlich ist es soweit. Wir haben neue Bilder bekommen von dem Kapitel direkt neu frisch auf dem Markt. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Wir haben aber nur 4 Bilder. Wir sehen zwar einige Einzelheiten aus Bardocks Flashback, das hat aber einen ganz anderen Zusammenhang, weil vorher hatten wir das immer, weil Mona Ito sich was dran erinnert hat, dann Granola hat sich an was erinnert und so weiter und Gas hat sich auch an was erinnert. Hier haben wir aber eine andere Konstellation, denn hier wird sich Son Goku an Sachen erinnern aus seiner Kindheit. Wir wissen ja, dass Son Goku eigentlich auf die Erde gefallen ist. Jo, kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Content auch so feiert wie ich, dann würde ich euch gerne bitten, hinterlasst doch ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Um diesen Planeten, so war es damals, zu übernehmen, ja, also die Erde zu übernehmen, alle Erdbewohner zu versklaven und dann diesen Planeten an Freezer zu verkaufen. So war der eigentliche Gedanke. Ja, und in Dragon Ball Super hatten wir ja eine kleine andere Sichtweise bekommen. Da war es ja so, dass Bardock und Genie Son Goku wegschickten, weil sie bedacht haben, dass Freezer den Planeten zerstören würde. Und daraufhin haben sie Son Goku zum weit entferntesten Planeten, den sie kannten, weggeschickt. Ja, aber nicht um den Planeten zu versklaven oder zu verkaufen oder sonst dergleichen. Einfach nur aus Sicherheit, damit Son Goku überlebt. So, kommen wir aber mal zur ersten Seite oder zum ersten Bild, was wir haben. Und zwar haben wir hier die Coverpage von dem neuen Kapitel. Und zwar Chapter 82, Bardock vs. Gas. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Und es beginnt auch gleich mit dem Flashback. Wir sehen nämlich, dass Bardock sich hier aufpowert. Und diese Attacke ist das, was Gas, als er ausgerastet ist und gegen die Steine gedonnert hat, als er das nämlich mit Son Goku gesehen hat. Ne? Als er gesehen hat, dass Son Goku sein Gesicht ähnlich wie Bardock ist und dadurch natürlich diese Erinnerung kam von Bardock, wie er gerade auf Gas zustimmt. Ja? Und hier versucht, ich sage mal, Bardock einen Angriff zu starten und Gas damit zu treffen. Das ist leider das einzige Bild, was wir da haben. Wir haben auch keinen Zusammenhang auf diesem Bild. Das nächste Bild ist, was wir sehen, ist erstmal Son Goku. Son Goku ist hier erstmal in seiner Baseform. Sein Outfit ist wieder zerstört. Es wird wahrscheinlich nach diesen ganzen Kämpfen mit Gas passiert sein. Er erinnert sich dann kurz an diesen Augenblick, was ich ihm gesagt habe, als Genie und Bardock in dieser Kapsel Son Goku reingesteckt haben und dann losgeschickt haben. Ne? Und wir kennen uns ja aus dem Super Broly-Film, dass dort diese Szene gezeigt wurde und Son Goku dann auf und davon ist. Und genau das erinnert sich komischerweise auf einmal Son Goku. Er erinnert sich auch an dieses Wort, Survive, also überlebt. Gegebenenfalls wird das in diesem Manga-Kapitel erwähnt und dadurch wird Son Gokus Erinnerung getriggert, also der Schlag auf dem Hinterkopf ist auf einmal wieder weg und er erinnert sich an diese Szene. Wir sehen auch noch auf dem nächsten Bild genau diesen Ausblick, ja, aus Dragon Ball Super Broly oder auf den Dragon Ball Manga Minus und wir sehen, dass Son Goku sichtlich erstmal geschockt ist von dieser Erinnerung. Oder er wird halt noch mehr getriggert, ne, in diesen Erinnerungen, dass jetzt vielleicht noch mehr zurückkommt und so weiter. Wissen wir aber noch nicht genau, weil es wieder kein Bild weiter dazu gibt. Wir haben dann hier nochmal ein Bild und das wird wahrscheinlich das Ende des Kapitels sein, weil da unten steht auch Dragon Ball Super End. Also es wird wahrscheinlich die letzte Seite sein. Wir sehen einfach nur das, wo wir das letzte Mal auch gesehen haben. Das ist da, wo Mona Ito nämlich bewusstlos wurde und sich an diese Sache nicht mehr erinnern kann. Er hat ja auch gesagt im Manga, dass er sich an diesen Kampf nicht mehr erinnern kann, weil Vegeta auch gefragt hatte, wie hat denn Bardock überhaupt Gas damals besiegt? Das ist hier wahrscheinlich genau diese Szene. Gas kommt runter zu Bardock, weil er sie entdeckt hat. Und er sagt hier auch, ja, du kannst mir nicht entkommen. Entweder haben sie schon eine Weile gekämpft oder es ist wirklich genau im nahen Anschluss, als Gas von Alec weggeht und dann zurück zu Bardock kommt. Es ist noch ganz unklar, was hier genau, wie der Zusammenhang halt genau ist. Ja? Es ist halt ein bisschen konfus, muss ich sagen, weil da hinten sehen wir, dass Gas von irgendwas nach oben geschleudert wird oder nach oben fliegt und dann auf Bardock sofort zufliegt. Bardock sagt hier dann auch nochmal hier unten, es hat alles keinen Effekt, du Monster. Also gehe ich davon aus, dass er irgendeinen Angriff gestartet hat, der, ja, wie wir wissen, kann ja Gas eine Art Schutzschild machen, eine Barriere, wo er halt sämtliche Angriffe abwehren kann. Es ist schwierig zu sagen, ob Bardock einen Angriff gestartet hat und den Gas abwehren konnte mit seiner Barriere, mit seinem Schutzschild. Das wissen wir aber nicht. Aber er sagt hier halt, dass nichts einen Effekt hatte auf ihm. Daher gehe ich stark davon aus. Gas gibt auch nochmal sein Bestes und er sagt auch, dass er hier schnell machen soll und er möchte Alex seinen Ruf nicht ruinieren, weil er zu lange braucht mit diesem Saiyajin und er sagte auch, dass er sowieso die Anweisung bekommen hat, hier schnell Ende zu machen und sich nicht lange mit diesem Gesinde zu beschäftigen, sich nicht aufhalten zu lassen von dem Saiyajin. Das war's mit diesen Bildern leider. Ich habe aber auch noch ein kleines anderes Bild und zwar sehen wir hier nochmal die neue, sagen wir mal, das neue Cover des nächsten Manga-Bandes und zwar 18. In Deutschland ist ja noch nicht das 18. draußen, ja, wir sind glaube ich jetzt bei 12 oder 13 und in Japan ist schon das 18. gekommen und da haben sie jetzt endlich das Coverbild veröffentlicht. Ich muss sagen,
finde ich mega krass, ja, wie Bardock hier in Szene gesetzt ist. Im Hintergrund sehen wir dann auch nochmal Gas und seine Mutter und natürlich auch oben Son Goku. Also sehr geil gemacht, dieses Cover, muss ich sagen, das noch oben drauf. Dann haben wir noch eine kleine Einschätzung von Ryo Kusata, der natürlich das Chapter schon wahrscheinlich gelesen hat, und er hat hier nochmal vom Besten gegeben, dass er es doof fand, dass Son Goku sich lustig gemacht hat über Gas, dass er sehr viel Ärger bekommt, weil er natürlich Gas sauer macht und Gas dadurch noch aggressiver und vielleicht auch noch gefährlicher wurde. Das fand er halt nicht so gut, was Son Goku dort gemacht hat. Aber er sagt auch, dieser Flashback, der gezeigt wird, hat ihn zu Tränen gerührt. Ja, also er wurde sehr sentimental. Kann natürlich damit zusammenhängen, wie die Beziehung aufgebaut wurde mit Son Goku. Diese Erinnerungen, die wieder zurückkommen durch vielleicht das eine Wort und so weiter und dann der Zusammenhang mit Bardock und so weiter. Vielleicht hat auch in diesem Flashback, als Bardock gegen Gas kämpft, vielleicht hat er auch irgendwas gesagt mit Son Goku, mit seinem Sohn oder sonst dergleichen, dass er überleben muss, weil er Son Goku noch retten muss und wegschicken muss oder sonst dergleichen. Wir wissen es halt alles noch nicht, ne? Er sagt halt nur, dass es ihm zu Tränen gerührt hat, diese Erinnerung, was dort gezeigt wird im Flashback. Sehr coole Sache. Und dass es auch noch eine Spezialseite geben wird, ja, die sehr schön dargestellt wird, müssen wir auch mal schauen. Wir wissen ja, dass Toetaro ab und an in den Manga-Kapiteln auch besondere Special Pages präsentiert, zum Beispiel die Szene mit Trunks und Goten, die dann auf diese Insel aufgepasst haben, mit Scraberry, wo wir halt sehen haben, wie er überlebt hat bei Namek. Er wurde ja damals getötet, durch die Dragon Balls aber wiederbelebt, weil die alle Opfer von Freezer wiederbeleben mussten und so weiter. Und da hat man auch den kleinen Zusammenhang gesehen. Sehr coole Sache. Freue ich mich mega drauf. Ich bin gespannt. Ich glaube, 2 Tage, am 18.03. kommt diesmal das Kapitel. Bin ich sehr gespannt, ob wir noch irgendwas sehen können, ob wir noch eine Zusammenfassung bekommen oder sogar noch einzelne Bilder. Weil 4 Bilder ist doch ein bisschen wenig. Sonst sind es meistens immer so 8 oder 12. Aber müssen wir abwarten. Wenn es was Neues gibt, seid ihr hier auf dem Kanal natürlich bestens informiert. Daher lasst ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt mal in den Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut erstmal rein und ciao.